Moin und willkommen zurück zu X4. Ich bin dann schon mal nach Hatikvas Entscheidungen gesprungen. Wollten wir ja eigentlich nach dem letzten Mal anfliegen. Glaube ich zumindest. Das war dieses hier. Genau. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Aber man kann ja versuchen, das herauszufinden. Genau, in der Zwischenzeit habe ich ein wenig hier oben erkundet. Und habe sozusagen auch hier eine Verbindung geschaffen. Auch in Richtung Hauptquartier beispielsweise. Habe ganz nebenbei hier oben auch mein Ruf ein wenig erhöht. Was ist denn das für ein Bau? Naja, kann man machen. Mammut, Angreifer. Und habe mir hier oben nochmal einen Späher gekauft. Der jetzt hier, hier und die drei hier drüben schon mal erforschen wird. Also das hier macht wenig Sinn, weil hier habe ich eine karke Installation entdeckt. Da wäre der halt schnell kaputt. Das macht keinen Sinn, da überhaupt irgendwie lang zu fliegen. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Das machen wir mal. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Weil ich glaube... Okay. Muss ich jetzt echt noch woanders hin? Oh, wir haben auch nicht besonders viel Zeit, sehe ich gerade. 1:23. Aber man kriegt dafür auch, was eine halbe Million. Sprungtor, unbekannter Sektor. Aber ich glaube mehr als eine halbe Million, ne? Aber sehr gut möglich, dass ich gleich nochmal laden muss, weil hier ist ja... Ja. Sehr, sehr viel Xenon-Aktivität. System, Tarkas halt Zusammenbruch. Weitere. So, haben wir gefunden. Und jetzt? Ich will hier eigentlich gar nicht stehen bleiben. Autopilot eingeschaltet. Wo bin ich denn? Da bin ich. Autopilot ausgeschaltet. So, einmal den Reisemodus wieder aktivieren. Also mit dem vorigen Schiff hätten wir das vergessen können. Da wäre man schon abgeschossen worden, weil man einfach zu langsam ist. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Ja, jetzt werden die Schilder auch ein bisschen reduziert. Ach, komm mal hier wieder.
Da ist viel los und die gesamte Flotte ist jetzt gleich hinter mir, ja? Highway gibt's hier auch. Das schaffe ich nicht. Muss hier einmal kurz stoppen. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Leerer Raum. Sehr merkwürdige Mission. Aber naja, es gibt eine 500.000 dafür, wie gesagt. Unbekannte Station. Ganz nebenbei erforscht man hier schon mal eine Region. Einfach nur Xenon-Station. Ich jetzt nicht, da war ich doch jetzt schon voll drin. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Leerer Raum. Also ganz allmählich verschwinden meine Schilde. Es ist nicht gut, wenn es dann hier nochmal zu einem Kampf kommt. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. SE. Leerer Raum. Habe ich hier irgendwas falsch oder ist das die Mission? Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Schiff nicht rechtzeitig gefunden. Nicht deren Ernst. Aufgegebene H. Gefährliche Region entdeckt.
Gefahr. Speichern wir das nochmal kurz. Das wäre ja mega. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Mehr habe ich nicht, das muss jetzt der eine schaffen. Schildgenerator. Asteroid Xenon Station M. M, ne? PE. Das ist die PE. Frei hätte ich. Das andere. Gefahr. Gucken wir mal, wie wir das machen. Wo ist denn hier andocken? Da. Erfolgreich angedockt. Marco. So, wo geht's denn hier runter? Das ist ein schönes Schiff. B. Und wo muss ich denn lang? Da lang, genau. Endet der Highway da? Ja, ne? Ah, den kann ich gar nicht nutzen. Viel zu groß für. So, was haben wir denn für... Waffen macht schon den Xenon Zerstörer. Gefährliche Region entdeckt. Was war das für eine Waffe? Xenon Station. Genau auf die Xenon Station zugeflogen. Das ist natürlich auch bescheuert. Ob ich das Schiff rauskriege. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. B.
So, da muss ich hin. Da. Ein feindlicher Jäger ist gleich kaputt. Ah, das ist die B. T. B. M. Wieder abgebrochen. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Also die kann ich nicht verkaufen. Mal davon ab, dass man ja super schwer an so ein Schiff rankommt. Wenn ich den Reiseantrieb anmache, greifen sie wieder an. Sonst sind sie mit meinen Drohnen beschäftigt. Wie weit ist denn das noch? Kann ich nie mal sehen. Aber wenn ich das richtig deute, bin ich ja von hier irgendwo gestartet. Aber könnte klappen. Wenn der mich jetzt in Ruhe lässt hier. Wir sprinten sozusagen. Hauptsache, ich werde jetzt auf der anderen Seite nicht von den Argonen beschossen. Aber es gibt es in den Spielen nicht. Das weiß sofort immer jeder Bescheid, wer man ist. Es sei denn, man gehört zu. Wie heißen die noch? Pack der grünen Schuppe? Ja. Schön. Ein schönes Haarschiff. Habe ich zwar die 500.000 nicht bekommen für die Mission, aber gefährliche Region entdeckt. Dafür gab es ein schönes Schiff. Da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren, es sei denn, auf der anderen Seite ist ein K. Von dem ich jetzt nichts weiß. Da rein. Bereiche System. Adäquat Entscheidung. Hier sieht alles gut aus. Geschützturm. Gehen wir mal zu der Station, die hilft dann ein bisschen. Und alles, was wir hier jetzt noch abschließen, kriegen wir auch noch Belohnung für. Cool, die Geschütze, ne? Ich
echt wenig habe. Das ist auf so einem großen Schiff, das müssen wir ändern. Weil muss ich doch die Odysseus verkaufen, die kann man ja zur Not wieder nachkaufen bei den Argonen, glaube ich. Argonen, sag ich schon. Na? Komm hier drauf, ist ja geil. Araniden, ne, oder? Araniden? Keine Ahnung, ist auch geil. Wir gucken. Müsste ich eigentlich da die Odysseus nochmal kaufen können. Sogar ein Schick. Ja, das finde ich jetzt natürlich besser. Würde ich auch behalten wollen, aber das Ding finde ich ultra hässlich. Also machen wir Folgendes, wir werden den hier kaufen. Mittlerweile 8 Millionen. Und dann fliegen wir mit dem Ding zu dem Fliegen wieder. Wir werden hier aufrüsten können. Jetzt müssen wir hier rauskommen, ne? Das werden Sie bereuen. Echt wenig Geschütze. Alle inaktiv. PE. Wir könnten allgemein mal zu den Terranern fliegen und mal gucken, ob wir da... Komm schon, dann kannst doch du doch sicherlich besser, oder? Aber das machen wir anders. Wir werden getrennt fliegen. Oder? Kann sich nicht entscheiden. Ja, will ich auch gar nicht. So. Sir? Genau, dann übernimm du mal das Kommando. Die Schäden sind beträchtlich. Das stimmt nicht. Lüg nicht. Flieg du mal mit dem Schiff dahin. Immer wieder hier kämpfen wollen. Müssen wir es doch anders machen. Lass mich noch mal kurz übernehmen.
Ich gehe doch erstmal weiter ran. Jetzt passiert ja nichts, man sieht es ja, also die Schilder halten gut. Ah, zwischendurch merkt man mal was, aber was hat denn der für Schilde? Sogar der Modifikation auf den Schilden. Krass. Außergewöhnliche Qualität. Da habe ich jetzt noch nicht weiter gewusst, weiß nicht, wie cool, ob die auch irgendwie sowas hatte. Schilde. Das können Sie doch sicherlich merken. Ich werde ein bisschen runtergehen. Die Frage ist ja, von welchem Schiff geht das aus? Schiff da unten anvisieren. B. B ist das. So, wie sieht's jetzt aus? Sind wir langsam alleine? Langsam aber sicher. Speichern wir nochmal. Dann geh nochmal ran. Ah, schönes Stück. Mit dem Rot und so weiter passt natürlich auch viel besser zum Logo und Co. Löst sie schon den Schleudersitz aus. Dann werden wir mal zurück auf die Marco gehen. Marco. Kann ich helfen? Übernimm du doch das Schiff. Bestätigt. Tschüss. Marco. So, und jetzt machen wir Folgendes. Der Zerstörer. Ich werde es genießen, dich zur Wellheide zu schicken. Bitte, dahin. Was würde der mich bringen? Wir bringen 2 Millionen nur. Keine Waffen an Bord, ne? Also erstmal einfach nur hinfliegen, bitte. Leicht aufhören zu kämpfen.
Warum fliegt sie nicht dahin? Das verstehe ich jetzt nicht. Also wir entfernen ihm nochmal alle Befehle und Aufträge. So. Dann erteilen wir ihm noch einmal den Befehl, hier runter zu fliegen. Der macht es wieder nicht. Die Frage ist halt, warum? Die Antriebe sind doch soweit in Ordnung. Ha. Bringt den Strahlen nichts, oder? N. Jetzt wollen wir kurz mal gucken, was ist denn hier eingestellt? Warum reagiert denn nicht auf meine Befehle? Behalten. Glitscht, alles klar. Erfolgreich angedockt. Marco. Was Sir. Hier? Jetzt sagt nicht, das lag daran, dass der noch auf meinem Schiff fix war. Normalerweise teleportieren die sich doch auch quasi einfach irgendwo hin. Gucken wir uns mal an. Wir gehen nochmal auf die Brücke. Jetzt wenn ich da lang noch so ein Transporter? Nö, gar nichts. Okay, hier ist tatsächlich niemand. Dann warten wir doch mal drauf, was der macht. Dann werden wir dieses Schiff aufrüsten und dann werden wir die Kampfeinsätze machen, die uns wieder Geld bringen. Und mit dem Geld werden wir dann unsere Station weiter aufwerten und so. So der Plan.
okay, es lag daran. Das ist natürlich ziemlich doof. Egal. So. Den kompletten Flug, den werde ich euch höchstwahrscheinlich wieder ersparen. Wenn jetzt, wie gesagt, einmal losfliegen, das Schiff reparieren, mit Waffen ausstatten, dafür hole ich euch vielleicht vorher schon mal rein. Und ich denke, bis dahin machen wir eine kurze Pause, also für euch ja nicht. Aber rein technisch gesehen gibt es hier jetzt eine Pause. Bis gleich. So, willkommen zurück. Das Schiff ist jetzt fast angekommen. Ich habe mich entschieden, vorher abzuspringen und hier einmal zu Fuß zu fassen. Liegt aber vor allem daran, dass ich gegebenenfalls irgendwelche Blaupausen noch kaufen möchte. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Pio, ne? Da sehen immer noch. Da ist er. So, jetzt gucken wir mal. Die Reparatur an sich müssen wir ja vielleicht gar nicht machen. Die würde ja jetzt schon mal 500.000 kosten. Aber mit ein paar Drohnen und Service-Mitarbeitern sollte das ja eigentlich automatisch passieren, glaube ich zumindest. Von daher würde ich da erstmal drauf verzichten. Die Antriebe lassen sich nicht verbessern, die Schilde auch nicht. Hier könnten wir eine Änderung vornehmen, muss gar nicht unbedingt. Hier haben wir Schilde, die Schilde waren auch okay. Waffensysteme gibt es nicht. Eieiei, wir können den gar nicht verbessern. Das ist natürlich schlecht. Hätte ich doch das andere Schiff behalten müssen. Können den nicht weiter verbessern. Dann, tja, was machen wir? Wir machen ein paar Frachtdrohnen. Gar nicht viele. Reparaturdrohnen, jede Menge. Verteidigungsdrohnen. Können das ja mal so machen. Das ist echt widerlich. Dass man da nichts ersetzen kann. Ich habe da schon mal ein paar Marinesoldaten hingeschickt. Eine war ja schon da, 5 habe ich so günstig gekauft. Ja, dann bleibt das dabei, ne? Natürlich die Frage, was man mit diesem Schiff da soll. Wahrscheinlich nur so ein, in Anführungsstrichen, Prestige-Ding. Bei den Boronen ist auch nichts möglich. Ich hätte vorstellen können, wir vielleicht hier oben. Auch da ist aber nichts zu holen.
Und was haben wir noch? Die Paraniden. Gehen auch nicht. Und dann hätten wir noch die Teladi. Okay, das ist ganz gruselig. Ein schönes Schiff, was nichts machen kann grundsätzlich. Hat es den Handel schon abgeschlossen? Ja. Ja, schade. Würde ich das Ding einfach mal nach Hause schicken. Wobei, Moment. Könnte natürlich gucken, ob hier irgendwo das hier zum Beispiel. Kann er nicht oder weiß er nicht? Kein Angebot in dieser Ware. Okay, dann flieg mal nach Hause. Dann haben wir noch 7 Millionen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall etwas kaufen. Und zwar Lagermodule. Wir brauchen noch die Feststoffe und wir brauchen noch die Flüssigkeitslager. So, ich frage, ob ich dann gleich die großen nehme. Die großen sind natürlich dann auch gleich teuer. Ich würde einmal das nehmen. Das habe ich. Das brauche ich vielleicht nicht. Das brauche ich vielleicht nicht. Wenn ich das noch dazu nehme, geht das nicht mehr. Proteinpaste brauche ich aber vielleicht auch nicht. So, und dann würde ich noch Lagermodule nehmen. Die beiden kleinen. Machen Sie es gut. So. Hier ist auch ein neuer Captain. Sir. Das Schöne bei denen, bei mir an Bord, ist natürlich auch, dass die schön leveln, während ich eigentlich der Pilot bin. So, und dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. Kurzstreckentransporter. Jetzt erstmal den. So, dann gehen wir vielleicht auch nach Hause, weil da gibt es auch eine Mission für.
machen wir ohne ihn, wobei ich jetzt echt gerne nochmal mit ihm einen Kampf gemacht hätte, ne? Haben wir irgendwo auf dem Weg. Da, Auge um Auge. Das ist nur krimineller Verkehr. Das ist eine Beförderung bei den Boronen. Da drüben eskortieren. Xenon zerstören. Jemanden töten. Das liegt ja fast auf dem Weg. Ist auch toll, dass die Schiffe hier unten lang wollen. Statt hier. Aber es scheint tatsächlich schneller zu gehen, wahrscheinlich durch den Highway, der hier liegt, ne? Also, das könnte man natürlich machen. Und Stabilität könnten wir machen. Und so 100.000. Das ist Quatsch. Religiöse Nervensäge. Müssten wir sogar noch suchen, das wäre dann hier unten wahrscheinlich irgendwo. Das macht auch keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Also die ganzen Teladi dürften keinen Sinn machen. Die Terrana, das sind die Yaki zerstören, keine Ahnung, wo die hocken, haben noch nie gesehen. Gefallene Familien. Was sind die denn wohl? Kann man eine Farbe von denen sehen? Nein. Sind das die freien Familien? Nein. Dann weiß ich es nicht. Dann hätten wir noch zweimal Bergbau. Würde mit dem Schiff wahrscheinlich gehen, macht aber nicht so viel Sinn. Also machen wir hier die Erbfolge. Autopilot eingeschaltet. Mit dem hinterher. Gleichzeitig könnt ihr eigentlich vielleicht anfangen hier zu bauen. Guck mal, das ist auch fertig. Das ist doch schön. Jetzt könnten wir noch Computer. Wo hat das denn gesnippt gerade? Erreiche System Antigone Memorial.
Die Ausrichtung der Station ist ja mal sowas von dämlich. So, aber den könnten wir noch daran machen. Und den. Können wir tatsächlich einfach mal daran machen. Drehen. Nehme ich auch da nochmal hin. Brauchen wir aber noch Feststoffcontainer? Das geht gar nicht. Sieh da nicht ran. Dann machen wir den einmal. Ne, das machen wir nicht. Wir machen erstmal Kreuz. Bringt ein Kreuz irgendwas? Nee, ne? Also wir nehmen erstmal ihn hier. Erreiche System, die Leere. Da ein Kreuz drauf. Dann machen wir das gleiche da nochmal. Ding, das nervt mich irgendwie, dass das so in alle Richtungen weggeht. Wir übernehmen das mal. Und dann bräuchten wir 4 Millionen zum Bau. Autopilot. Autopilot. Eingeschaltet. Ha. Guck mal, der ist schon fast repariert jetzt. Das Ding braucht dann bloß bis... Ich glaube, hier war das, ne? Schwarze Sonne. Autopilot ausgeschaltet. Das mache ich jetzt mal selber. Das wirkt hier irgendwie ein bisschen komisch. Undock-Erlaubnis erteilt. Anzudocken ist doch schwierig, weil der doch gerade Gas gibt. Das war jetzt nicht so gedacht. Aber egal. Seltsames Undock-Manöver. Marco. Sir. Sieht ungesund aus.
Jetzt habe ich komischerweise auch ein Zentrum. Cool. Erreiche System. Hier. Weiter Kontakt. Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich da jetzt Leute eingestellt habe, ne? Aber ganz ehrlich, das ist kein Xenon. Drin. Dann gehen wir mal auf die Brücke. Unten sind einer. Da oben ist noch mal einer mehr. Was sind die ganzen Leute? Keine Ahnung. Der ist jetzt voll, kann aber nicht abliefern, weil die Station noch nicht ausreichend Platz hat. Hat keinen Feststoff. Bitte stoppen Sie, wir werden Ihren Frachtraum scannen. Lager, Stofflager. Wollen wir da rein? Ja, ne? Der letzte Antrieb ganz links ist auch repariert. Erreiche System, schwarze Sonne. Gut. Dann übernehme ich mal kurz. Genau, gehen wir darüber. Ach, das ist auch noch nicht die letzte Station. Ich muss noch nach Windfall. Warte mal, wo bin ich denn jetzt da? Okay, das ist ja noch relativ simpel, würde ich sagen. Boah, lauter Antriebe, wenn die starten. Das müsste irgendwo da drüben sein. Ich könnte mal speichern, bevor da gleich irgendwas Blödes passiert. Nur legale Waren bitte einsammeln. Gucken wir mal, ob wir überhaupt durch irgendeine Hülle und so weiter durchkommen. Von dem Schiff. So, da sind wir gar nicht lang. Da.
müssen wir lang. Da ist auch das Tor. Was machen die Drohnen? Ach, das sind die Reparaturdrohnen, ne? Gleich mal, wie das Schiff sich schlägt. Einsatzfähig. Verarbeitung im Gange. Verstanden. Wir halten uns bereit. Hier spricht das Bergungsteam. Letzter Schrottwürfel verarbeitet. Bereit zur Abholung. Verstanden. Nehmen Fracht auf. Fracht gesichert. Wir räumen das Gebiet. Wir sind hier fertig. Setzen Kurs auf die Heimat. Wir sollten es schaffen, vor der Flut dort zu sein. Verstanden. Wir sehen uns zu Hause. Marco. Seeschwalbe, Verteidiger, Sprungtor, unbekannter Sektor. Schiff eigentlich nach unten geholt werden. Ja. Er fährt es runter. Erreiche System. Windfall. Na gut, man soll noch bis Windfall 3, der Hort. Ist das nicht da, wo die Elb, sag ich schon. Der Erlkönig? Wie viel, glaube ich, ja, ne? Der Hort. Aber ich denke, das können wir mit dem Schiff hier vergessen. Deutscher. Unbekannte Station. Das Avigor-Syndikat. Das Casino. Hier ist gleich nochmal. Cutscene. Dann bleiben wir wieder stehen. Willkommen im Casino Aurora. Ein Aufruf.
aufregendes Erlebnis wie kein anderes. Genießen Sie es und entdecken Sie eine breite Auswahl Ihrer liebsten Spiele. Xenon-Eindringlinge, Reite die Flut, Reisende Teladi. Sie wollen es, wir haben es. Besuchen Sie nun unser Casino für einen großzügigen Starterbonus mit dem Potenzial, echte Credits zu gewinnen. Wo sonst könnten Sie Ihr Geschick unter Beweis stellen und verbessern, wenn nicht im Casino Aurora, das regelmäßig Millionen von Credits auszahlt. Ein Treffer für alle Glückspilze. Werden Sie das Glückskind sein? Ja, keine Ahnung. Na gut, weiter geht's. Ich denke mal da durch. Warum ist der Sektor gelb? Ich gleich nochmal, das kann dann nämlich unangenehm werden. Beobachten wir das mal, wenn das eine Mission ist. Wissen Sie was? Nein, diesmal nicht. Sturmflut, sind Sie da draußen? Wollen Sie kommen und helfen, ein paar Rechnungen zu begleichen? Gehört nicht zum Plan. Gehört nicht zum Plan. Der Boss wird dermaßen sauer sein. Lux. Ja, es dauert leider zu lange, bis der mal wieder aktiv ist. Der Antrieb. Das ist es. Das ist es.
Angelegenheit. Bleiben Sie weg, sonst bereuen Sie es. Killed. Geschütze, feuert. Warum feuern die jetzt nicht? Ich habe doch extra eingestellt auf meine. Meine Ziele. Verteidigungsdrohne. Oh, du willst noch mehr? Lux. Seeschwalbe, killed. Warum beschießen Sie mich? Das ist natürlich viel zu langsam, um den Jäger abzufangen. Ich habe keine Angst vor dir. Wenn er das Ziel mal auf mich wechselt. Meine Drohnen sind ja auch Ziel. Verliere ich jetzt ein paar. Lux. So, jetzt geht der Hangar auf. Sir. Übernehmen bitte. Marco. Marco schon. Stücke.
wir es geschafft haben. Diese Syndikatstypen werden niemals... Oh nein. Sie haben vielleicht Verstärkung angefordert. Los! Stell dich das vor, bevor sie es verfolgen! Johnny Erdmatschbeschleuniger. Windfall 4. Auroras Traum. Was ist denn hier noch? Ist doch gar keiner mehr. Barbarossa. H. Trete dem Geschwader bei. Ist mir beigetreten, ja, ne? Ich den jetzt echt extrahieren. Ich war eigentlich nicht vor. Der wird ein Weichen brauchen. Hey, ich glaube, ich habe mich noch gar nicht richtig für Ihre Hilfe bedankt. Also, danke. Das eigene Leben zu riskieren, um ein anderes zu retten. So da, etwas hinter müsste, glaube ich, die Erkenntnis sein. Manticore. Unbekanntes Objekt. Seeschwalbe, Verteidiger. Ja, das dauert ganz schön lange mit dem. Ja, mal kurz da drüben gucken. Medikamentenfabrik. Station. Bewegt sich hier gar nicht. Verteidigungsplattform des Vigor-Syndikats. Warum bewegt er sich jetzt wieder nicht? Weil er diesen anderen Auftrag noch hat. Mein Gott. Manchmal ist es ja schön, die Aufträge direkt aneinander rein zu können, aber wäre fast noch schöner wie in anderen Spielen, dass man dafür eine Tastenkombination beispielsweise machen muss. Und ansonsten ist der neue Befehl halt der gültige. Würde das Spiel ein bisschen einfacher machen. Schon abgeschlossen. Okay. Wir waren eigentlich für etwas anderes hier. Dafür. Gaia, Verteidiger. Weit ist das weg, okay.
Wer braucht noch ein Weilchen? Du mal direkt dahin. Schon Gas? Ja, gibt er. Dann geben wir jetzt auch Gas. Wenn der Zerstörer gleich an mir vorbeiziehen sollte, dann geben wir noch ein bisschen mehr Gas. Vorspeichern wir. Da muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden oder mal gucken, ob man überhaupt diese Xenon-Schiffe wieder ausrüsten kann. Ja, das ist ja traurig so, wie es jetzt ist. Ist schon vorbei. Was ich gesehen? Ah, da im Radar. Taucht er mal ganz eben auf. Weizenfarm, Nahrungsrationenfertigung. Gaia, Verteidiger. Da oben ist der Zerstörer. So, dann verfolgen wir ihn mal ein bisschen. Nahrungsrationenfertigung. H. Gaia, Verteidiger. H. Ja, wie schön wäre das, wenn man da jetzt einfach den Befehl geben könnte. So, jetzt greift er an. Gaia, Verteidiger. Der gibt Gas. Lassen wir noch ein bisschen fliegen. Kanal offen. Melde Straftat.
Bestätigt. Da wurde aktualisiert. Kommt wahrscheinlich gleich noch ein bisschen Polizei. Also aussteigen. Macht er nicht. Okay. Sind wir wieder ein bisschen reicher? Undock-Erlaubnis erteilt. So, haben wir die Mission erfüllt. Erfolgreich angedockt. Marco. Das nicht geht hier. Wo auch immer das schon wieder liegt. Nehmen wir auf die Haar. Ja, und das war's mit dieser Folge. Ja, falls ihr wisst, wie man ein Xenon-Schiff wieder aufrüstet, es da die Möglichkeit gibt, die Technologie zu finden und dann später in einem eigenen Aufrüstungsdock oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Was natürlich bei mir jetzt aktuell auch überhaupt nicht möglich wäre. Aber wenn es das später geben würde, dann müsste es natürlich trotzdem Sinn machen, das Schiff irgendwo einmal zu parken und dann später aufzurüsten. Genau. Ich glaube, die Polizei kommt. Gar nicht mal. Aber nur Jäger. Paket Marco. Den Marco bitte schauen. Die kommen jetzt natürlich mit Raketen. Ja, ich hätte eindeutig vorher abhauen müssen. Von daher wird das Ganze gleich wieder zurückgesetzt. Zeit gelassen. Auch für die Schilder ein bisschen viele. Nicht so viele Gegner. Okay, das wird dann das Schiff gewesen sein. Und ganz ehrlich, das war jetzt schon wieder nicht. Bitte beschädigt. Fordern Sie es geradezu heraus.
geschehen. Ja, schade, schade. Aber ist so. Wir fast ein bisschen mitgerechnet. Warte aus. Explosion steht bevor. Notfallauswurf. Jetzt aber ganz kurz an. Jo. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.